Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Ich freue mich sehr, in der heutigen Folge die renommierte Trauma- und Erkenntnistherapeutin Satya Mashore begrüßen zu dürfen. Ich könnte jetzt eine lange Liste von Satyas Ausbildung, Qualifizierung und Weiterbildung aufzählen, um Satya vorzustellen. Anstelle dessen möchte ich lieber einen Satz von ihr zitieren, der für mich sehr schön zusammenfasst, wie Satya heute ihre Arbeit als Trauma- und Erkenntnistherapeutin sieht und sie ihre Klienten unterstützt. Ein Satz von ihrer Homepage: Sie können durch die kleinen Gedanken, die Sie schwächen, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die Sie stärken. Denn mit ihnen ist etwas Neues in die Welt gekommen, was es noch nicht gegeben hat, etwas Erstes und Einziges. Sie sind erwünscht, geliebt und unersetzlich. Grüß dich, Satya. Schön, dass du hier bist. Grüß dich, Oliver. Vielen Dank für deine Einladung und vielen Dank auch für diese schöne, liebevolle Vorstellung, die du mir hast zuteilwerden lassen gerade eben. Dankeschön. Prima, Dankeschön auch. Also mit Satya möchte ich über das weitläufige Thema Hochsensibilität sprechen und dabei insbesondere ihre Erkenntnisse und Erfahrungen oder auch Meinung aus ihrer jahrelangen Arbeit mit traumatisierten Menschen erfahren. Aus meiner Sicht ist es ja so, dass das ganze Phänomen Hochsensibilität in den letzten 3 bis 4 Jahren zu einem regelrechten Hype wurde. Und mein Eindruck ist nach wie vor, dass es hierbei viele Missverständnisse, Fehlannahmen oder auch schlecht Unkenntnis gibt. Mit Satya möchte ich insbesondere über die Auswirkungen eines frühen Bindungs- oder Entwicklungstraumas auf das Nervensystem des späteren Erwachsenen sprechen und welche Übereinstimmung, aber auch Unterschiede es zu einer sogenannten Hochsensibilität geben kann. So wäre meine erste Frage, liebe Satya: Würdest du dich selbst als hochsensibel bezeichnen? Ja, volle Kanne, auf jeden Fall. Volles Rohr. Wirklich volles Rohr. Und es hat für mich eine Riesenerleichterung gegeben, als ich an diesem Begriff irgendwann mal, den Begriff der Hochsensibilität, vorbeigekommen bin. Weil vorher habe ich mich für sehr verkehrt gehalten und für mimosenhaft und für überempfindlich. Und ich habe gedacht, um Himmels Willen, irgendwie muss doch da mal so eine dickere Speckschicht sein dürfen, die diese Reize abpuffert. Also kurzum, ich habe gedacht, mit mir ist aber so richtig was falsch. Und als ich dann in das Phänomen der Hochsensibilität eingetaucht bin, da hat sich für mich sehr viel Klarheit ergeben und ich konnte mich entsprechend dieser Klarheit auch selbst weniger falsch fühlen, weil ich gemerkt habe, aha, da greifen bestimmte Prozesse ohne meine Schuld, ohne mein Verdienst natürlich auch, sondern das ist einfach eine Faktenlage, die herausfordernd ist, aber auch ja, bereichernd sein kann. Dann, ab dann ging es mir besser, als ich die Idee fassen konnte, mit mir ist vielleicht doch nicht alles so ganz zum Argen bestellt. Mhm. Sehr spannend, sehr stimmig, weil ich kann sagen, bei mir war es 1:1 genauso. Ja. Als ich den Begriff Hochsensibilität das erste Mal gehört habe und da mich eingelesen hatte und so weiter. Also du sagst ja dann auch ganz klar, das hat dir mehr Selbstverständnis gegeben und du bist nicht verkehrt im ersten Moment. Ja, ja, genau. Also das macht ganz viel aus und deswegen auch dieser Begriff, mit dem du mich ja auch vorgestellt hast, der Erkenntnistherapeutin. Eine Erkenntnis ist fast immer der erste Weg zu einer Veränderung. Erkenntnis macht Nachvollziehbarkeit. Und wenn ich nachvollziehbar bin, mir selbst in meinen Prozessen, wenn ich also nicht denken muss, mit mir ist was falsch, sondern da ist etwas Nachvollziehbares im Prozess. Das ist ein ganz wichtiger Schritt für dieses wohlwollende Begegnen seiner selbst. Also da will ich jetzt noch gar nicht von Selbstliebe oder so sprechen, aber vielleicht erstmal so eine Freundlichkeit mir selbst gegenüber, die aus einer Nachvollziehbarkeit herauswachsen kann. Ja. Okay. Ich würde gerne noch mal kurz genau bei deinem eigenen Weg da bleiben oder deiner Erkenntnis, wie du so schön gesagt hast. Also es war dann so, dass du irgendwann halt eben erkannt hast, ich bin hochsensibel und wie du es eben schön gesagt hast, das hat einfach Verständnis, mehr Selbstliebe, vielleicht auch mehr Selbstannahme mit sich gebracht. Wie war das dann bei dir? Hat sich dann dieser Begriff irgendwann für dich, sage ich mal, ein bisschen transzendiert oder konntest du ihn ein bisschen ablegen? Bist du da reingewachsen oder hast du da auch Sachen hinterfragt? Kann man sagen, hast du da gemerkt, da gab es irgendwie so einen Weg?
Also ein Weg auf jeden Fall, aber der bestand weder in der Transzendenz noch im Ablegen, sondern in der schlichten Akzeptanz dessen, was ist. Dass ich offenbar ein Empfindungsvermögen habe, das weiter reicht als das vieler anderer Menschen. Und dieses Phänomen kennst du bestimmt und sicherlich auch ganz viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. In dem Moment, wo man weiß, dass das, was da raschelt, bloß eine Papiertüte ist und kein Krokodil unterm Bett, ist das Rascheln in Ordnung. Das Rascheln ist dann halt nicht mehr nichts Bedrohliches mehr. Und in dem Moment, wo ich mich verorten konnte oder der Begriff der Hochsensibilität in meinem Koordinatenkreuz der Orientierung dienen konnte, da war es gewissermaßen kein Problem mehr. Es hat mir keine Angst mehr gemacht. Mhm. Ja, ja, sehr gut, sehr stimmig. Genau, würde ich auch so sehen, habe ich auch so erlebt. Wir kommen dann gleich noch im weiteren Verlauf des Gesprächs. Also bei mir war es dann irgendwann so, dass als ich mit dem ganzen Thema Entwicklungstrauma in Zusammenhang kam, hat dieses ganze Phänomen Hochsensibilität für mich nochmal eine andere Gewichtung gehabt oder ein anderer Blick. Aber da kommen wir ja noch dazu. Genau das wollen wir in dem Gespräch auch ein bisschen versuchen rauszuarbeiten und zu differenzieren. Ja. Mich würde noch interessieren, jetzt in der Arbeit mit deinen Klienten, wo du ja wirklich viel Erfahrung auch hast, würdest du sagen, du triffst da sehr oft auf Menschen, wo man laut der klassischen Literatur die als hochsensibel bezeichnen würde? Durchgängig, also in meiner Klientel durchgängig, was jetzt vielleicht auch gar nicht so verblüffend ist, wenn man weiß, dass 20% aller Deutschen, ich weiß es nur für die Deutschen, da hat es mal irgendeine Statistik gegeben, also 20% aller Deutschen sind hochsensibel, also jeder Fünfte. Deswegen ist es tatsächlich gar nicht so verblüffend, dass dann in einer Praxis, wo ja auch die Resonanzgesetze natürlich greifen, dass ich dann die Menschen bekomme, die eine Hochsensibilität tragen. Ja, das ist so. Okay. Wie würdest du denn Hochsensibilität jetzt aus deiner Erfahrung, sage ich mal kurz und prägnant, skizzieren oder definieren? Ganz einfach. Also wirklich sehr pragmatisch und sehr nüchtern. Menschen, die hochsensibel sind, müssen Datenvolumina verarbeiten, um ein Mehrfaches, als das der normale Mensch tun muss. Das heißt, Reize, die für einen Normalsensiblen nicht weiter bemerkenswert sind, werden vom Hochsensiblen wahrgenommen. Und alles, was bewusst wahrgenommen wird, muss natürlich in irgendeine Verarbeitung laufen. Das heißt, Hochsensible haben eine Tagesleistung an zu verarbeitenden Daten, die sich gewaschen hat. Ganz viele Informationen auf unterschiedlichsten Ebenen. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen vorweggegriffen, aber um diese Datenvolumen überhaupt bewältigen zu können, ist es wichtig, einen Körper zu haben, der das auch leisten kann. Das heißt, Hochsensible sind so ein bisschen in der gleichen Liga wie Menschen mit einer Kryptopyrolurie, also dieses KPU, wo der Körper Vitamine, Mineralien, Spuren, Elemente nicht verstoffwechseln kann, sondern ausscheidet. Die müssen auch immer nachwerfen, das, was sie brauchen, um überhaupt den Alltagsanforderungen standhalten zu können. Und mit einer Hochsensibilität ist es insofern das Gleiche, dass wenn sie auf einen ohne dies gepeinigten oder leidenden oder ausgezehrten Körper trifft, dann bringt das eine ganz unangenehme und auch gefährliche Schärfe da rein, weil einfach da ist Auslaugung dann da. Da ist nicht mehr vitales, dynamisches Erleben und Gestalten, sondern da geht es an die Reserven und zwar ganz schnell und aber auch regelmäßig, also kontinuierlich. Deswegen ist für Menschen mit einer, oder die sich dann HSP nennen, ist nochmal besonders wichtig, den Körper wirklich gut zu unterstützen, einfach weil da Schwerstarbeit geleistet wird. Okay, das heißt unterstützen, so wie du es jetzt gesagt hast, vor allem auch wirklich, sage ich mal, organisch oder mit Vitaminen oder was auch immer, genau, das ist das eine, aber ich finde, das hast du gemeint, genau, das hast du, ja? Genau, aber ich finde, das ist auch eine schöne Überleitung, weil, genau, jetzt würde ich gern den Switch machen oder auch die Verbindung oder auch Differenzierung zu einem Entwicklungstrauma, ja, weil... Ich weiß noch, aus meiner Sicht in den letzten Jahren, wenn ich mit HSP-Experten gesprochen habe, ich war ja auch schon auf einigen Interviews und so weiter, habe auch Leute privat kennengelernt. Ich sage es mal so, ich habe den Eindruck gehabt, sehr oft, dass wenn man da irgendwie Hochsensibilität in Verbindung gebracht hat mit
zum Beispiel auch Narzissmus, wo ich ja Experte bin jetzt mittlerweile und wo ich mich ja auch, wo ich diese Verbindung hergestellt habe, weil mir das aufgefallen ist, aber auch mit was, sage ich mal, oh, da könnte vielleicht irgendwie eine Verletzung oder ein Entwicklungstrauma sein, dass mir dann sehr oft so, also ich habe dann gemerkt, nee, das ist dann so pathologisch, was du das sagst und das ist nicht so und das ist eine schöne Veranlagung, wie du es ja auch sagst, ja, 15-20% jeder Population, das gibt es schon seit Jahrhunderten, das gab es schon bei Priester, Schamanen, die haben einfach feinere Antennen, da habe ich immer so eine subtile Abwehrhaltung gespürt. Und als ich dann dieses ganze Thema Entwicklungstrauma, wo ich dich jetzt auch gerne zu fragen, wo du viel, viel mehr drin bist, verstanden habe, sind für mich einfach viel, viel mehr Zusammenhänge klar geworden. Und da wäre jetzt für mich eben die Frage genau an dich, wenn man Hochsensibilität mit einem Trauma verbindet oder vor allem die Auswirkungen auf den späteren Erwachsenen und auf sein Nervensystem, wo gibt es da quasi wirklich die Übereinstimmung und wo kann man das auch differenzieren? Also das ist natürlich immer ein ganz großes Feld, wo es unterschiedliche Fraktionen und unterschiedliche Meinungen und Ansichten gibt. Und erstmal ist es, glaube ich, hilfreich, wenn man sich darüber verständigen kann, ob eine Hochsensibilität als angeboren, sprich als mitgebracht betrachtet wird, oder ob diese Hochsensibilität etwas ist, was man erworben hat im Laufe seines Lebens. Und ich neige ziemlich mit deutlichem Ausschlag die Neigung in zweitere Richtung, dass nämlich eine Hochsensibilität erworben wird und nicht einfach so aus Jux und Dollerei, sondern wenn man in einem Bindungskontext groß wird, der ungünstig ist, um es erstmal vorsichtig zu formulieren. Wenn da keine stabile, zuverlässige, emotionale Wärme, Verfügbarkeit und so weiter zur Verfügung steht, sondern wenn da Unberechenbarkeiten drin sind als Faktoren. Wenn zum Beispiel der Vater unbeherrscht ist oder impulsiv oder zum Jähzorn neigt, wenn die Mutter vielleicht in der Überforderung ist oder vielleicht ein Alkoholproblem hat, also jetzt alles nur sehr, sehr grob zusammengefasst, dann wird das von dem Kind so erlebt, dass es sehr gut beraten ist, immer alle Antennen ganz weit auszufahren und alle Sensoren, die ihm zur Verfügung stehen, auf Betriebsmodus zu halten. Denn wenn ich sich anbahnendes Unheil dank meiner Sensitivität vorausahnen kann, dann ist es mir möglich, entsprechende Schutzmaßnahmen einzuleiten. Und ob diese Schutzmaßnahmen dann darin bestehen, dass ich mich zurückziehe, vielleicht in mein Zimmer gehe, oder ob die darin bestehen, womöglich deeskalieren zu wollen, einen Streit zwischen Mama und Papa, das ist natürlich individuell und auch situativ unterschiedlich. Aber in jedem Fall sorgt die Hochsensibilität dafür, dass mich so wenig wie möglich kalt erwischt, sondern dass ich mich vorbereiten kann. Und damit erfüllt die einen immens wichtigen Zweck in jeder Traumadynamik, also in frühkindlichen Bindungs- und Entwicklungsstörungen. Ja, das ist die berühmte Frage, was war zuerst, Ei oder Huhn? Du hast es ja auch angedeutet, diese Kernunterscheidung zwischen, oder geht man von aus, ist es quasi Veranlagung, also kann man ja sagen genetisch bedingt. Ja. Oder ist es erworben? So, ja, ganz genau. Und man kann ja sogar so weit so das herleiten, selbst wenn man davon ausgeht, eine Hochsensibilität ist anlagebedingt, genetisch. Mhm. Nach meinem Kenntnisstand, es gibt ja pränatale Traum im Mutterleib schon und so weiter. Also man könnte ja dann quasi herleiten oder als Hypothese aufstellen, wenn du quasi als Mensch vielleicht wirklich damit geboren wirst, dann hast du so vielleicht davor auch schon gewisse Traumata. Oder ist das, kann man das so sagen? Ich glaube, man kann das sagen, man kann vielleicht noch ein bisschen differenzieren. Vor allen Dingen aber würde ich sagen, dass es im Grunde eine akademische Frage ist, weil die Leute, die sich damit auseinandersetzen müssen mit ihrer Hochsensibilität, da ist das nicht unbedingt so wahnsinnig prioritär zu wissen, habe ich es nun erworben oder habe ich es mitgebracht, sondern da gilt es natürlich, diese Situation, in der man jetzt ist, irgendwie so gut wie möglich zu gestalten. Und natürlich hast du recht, dass auch im Mutterleib schon viel passiert. Ich bin nur nicht sicher, ob das gerade im Hinblick auf Hochsensibilität so ein wichtiges Thema ist, denn der Fötus oder der Embryo oder das Baby ist in der sehr unkomfortablen Lage, dass ihm all seine Sensorik nichts nützt, denn es kann ja nicht weg. Es kann weder weg, noch kann es kämpfen.
gegen wen. Das heißt, das ist in dieser ganz entsetzlichen Situation der Ohnmacht gefangen. Und da ist es meistens so, dass bei sehr, sehr schlimmen pränatalen Voraussetzungen dissoziiert auch bereits das Baby. Das heißt, es spaltet sich ab, dass es das nicht mehr so schmerzhaft wahrnehmen muss und diese Todesangst nicht in jeder Sekunde spüren muss, weil das unerträglich ist. Das heißt, da würde ich mal davon ausgehen, das ist jetzt tatsächlich nur eine Behauptung, da habe ich keine Studien oder so drüber gelesen, aber ich würde mal davon ausgehen, dass dann auch diese Hochsensibilität wie paralysiert wird oder runtergefahren wird, weil sie das ja alles nur noch schlimmer macht, weil sie nicht nur nichts nützt, sondern das Entsetzen durch diese permanente Wahrnehmung ja noch ins Unermessliche getrieben werden kann. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wenn im Mutterleib sowas erlitten wird, dass der Selbstschutzmechanismus dieses ungeborenen Menschen dafür sorgt, dass so wenig wie irgend möglich durchkommen kann. Und das geschieht zum Beispiel ja durch Dissoziation, durch Abschalten. Gut, würdest du dann also sagen, du bist keiner der Expertin oder auch Therapeutin, der das Phänomen Hochsensibilität immer auf ein Entwicklungsbindungstrauma automatisch zurückführen würde? Habe ich das richtig verstanden? Würdest du so nicht sagen, pauschal, oder? Das würde ich auch ganz unnötig finden, weil das ist sicherlich historisch-biografisch interessant, wie bin ich. Aber der Fakt der Hochsensibilität, der führt ja zu ganz neuen Herausforderungen, Problemfeldern, Anforderungen. Und ich denke, dass die Kraft, die wir haben, gut dort angelegt ist, um zu schauen, was mache ich denn jetzt damit? Und gar nicht so sehr, um rückwirkend so eine Historizität da reinzukriegen. Kann sicherlich super spannend sein, aber ist heilungstechnisch oder umgangstechnisch eher nicht so wichtig. Mhm. Ja, macht total Sinn. Genau, stimmt. Also diesen Fokus, diesen Hauptaugenmerk auf dem, was du einfach da gerade hast, dass du jetzt dein Leben gut durch den Alltag kriegst. Ja, ganz genau. Regulierst. Und das, was du auch pränatal angesprochen hast, da könnte man natürlich auch sagen, in mir kumulieren ja auch ganze Ahnenreihen. Genau. Mit allen Schmerzen und Nicht-Transformationen, die nicht stattfinden konnten. Das alles summiert sich ja auch in mir. Und das ist tatsächlich natürlich biografisch sehr interessant, wenn ich weiß, warum ich jedes Mal zusammenzucke, wenn mir jemand von hinten an den Hals fasst, wenn ich dann weiß, dass mein Urgroßvater in der Genickschussanlage vielleicht gestorben ist. Also das ist in der Tat alles sehr interessant. Aber das Interessante ist es hauptsächlich für den präfrontalen Kortex, der dann Ereignisse ablegen kann, kartografieren kann, sie so zubereiten kann, dass Zugriff darauf erfolgen kann, dass es also nicht mehr fragmentiert und triggerbar rumliegt, sondern dass es sich geformt hat. Das ist sicherlich interessant und spannend. Aber heilungstechnisch geschieht ja nichts oder nicht so viel im mentalen Raum, sondern da ist tatsächlich der Körper der Schlüssel. Und insofern ist es tatsächlich nicht besonders wichtig, ob ich weiß, woher das kommt, sondern wichtig ist, was mache ich denn jetzt damit? Mhm. Vor allem, was mache ich da jetzt damit, wenn dann zum Beispiel auch Leute, Klienten zu dir kommen, die haben ja dann irgendwie ein Leiden oder einen Leidensdruck, die sind jetzt irgendwie überfordert mit und fragen sich, woher kommt das, haben schon alles Mögliche gemacht und so, und die da dabei zu unterstützen, wie kannst du damit umgehen, mit deinen Reizen, wie du es ja gesagt hast. Du nimmst einfach viel mehr auf, dein System muss viel mehr verarbeiten und so weiter und so weiter. Ja. Das ist dein Hauptanliegen da, ja? Ganz genau. Und erstmal findet das genauso statt, wie du gesagt hast. Da findet nämlich eine Aufklärung statt. So nach dem Motto, nein, du bist nicht komisch. Das hat alles seine Berechtigung und der Hintergrund nennt sich Hochsensibilität. Und dann schauen, was passt für diesen Menschen am besten, um die Vorteile dieses Status genießen zu können und segensreich in die Welt geben zu können. Und wo geht es darum, sich zu schützen und bestimmte Reize zu minimieren, um sie nicht überfordern werden zu lassen. Mhm. Und das ist individuell ja sehr, sehr unterschiedlich. Das kann man also gar nicht pauschal sagen, was da jetzt irgendwie für jeden das Beste wäre. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Und aufpassen muss man auch noch, das ist jetzt vielleicht so eine kleine Fußnote nur, aber ich kenne auch Menschen, die ihre Hochsensibilität dafür nutzen,
sich für etwas Besonderes zu halten. Also das sage ich jetzt überhaupt nicht abwertend oder so, sondern sie glauben damit wirklich so etwas ganz Besonderes, etwas Einzigartiges zu sein. Und das ist meistens nicht sehr günstig, weil das oftmals als Voraussetzung dafür genommen wird, die Themen an sich nicht anzugucken, sondern sich, ich sage das mal ein bisschen gemein, darauf herauszureden, dass man ja mit seiner Hochsensibilität bestimmte Dinge sich gar nicht anschauen kann, weil das eben zu grob wäre. Und das ist tatsächlich eine sehr ungünstige Haltung, weil es dann nicht vorangeht. Was nützt es mir, wenn ich weiß, ich bin grandios einzigartig, leide aber und komme nicht vorwärts? Das gibt es natürlich auch. Sehr, ja, du lächelst schon so, das heißt, ich nehme an, du kennst. Ich würde sagen, das war ja genau mein Punkt, der mich auch irgendwie geärgert hat, selbst immer mehr, und wo ich dann auch angefangen habe zu recherchieren, wo ich vor 3-4 Jahren dann angefangen habe, dieses Thema Hochsensibilität mit Narzissmus in Verbindung zu bringen, wo ja dann auch viele sofort aufschreien, ohne jetzt das auszuführen, das würde jetzt wieder sprengen. Es gibt ja nicht diesen einen Typ Narzissten, ja, sondern in meiner Sicht gibt es Ausprägungen, Intensitäten, die wir alle in gewissen Punkt haben. Aber genau wie du das sagst, diese Einzigartigkeit, dieses ich bin hochsensibel, ich bin quasi über den anderen, ich erhebe mich über die anderen, ich bin in meinem Elfenbeinturm und schaue von unten auf dieses einfache Volk, weil ich kann ja auch gar nicht mit denen, die sind mir einfach so primitiv, das habe ich genau erlebt, wirklich auch mit Leuten in Gruppen, mit Hochsensiblen, wo ich das so wahrgenommen habe und am Anfang da habe ich mich auch so ein Stück weit da erhoben, ja, als Krücke würde ich sagen, gell? Weil es für mich damals noch die Erkenntnis oder auch, es war vielleicht zu schmerzhaft, genauer zu schauen, was könnten dann noch tiefer dahinter liegen, ja. Wie du sagst, so, dass da noch wirklich auch Verletzungen oder alte Themen mit am Start sind. Und zum Beispiel die Trainerin und Coach auch, Sandra Quettenbaum, mit der habe ich auch mal ein Interview gemacht. Und die sagt es auch in Ausführungen, dass also Hochsensible, sage ich mal, die das gut integriert haben, diese Hochsensibilität, genau wie du es gesagt hast und ich ja auch, als eine Zeit lang als Verständnis benutzen, sagen wir mal wie als Krücke. Und dann aber nach einiger Zeit, dass diese Hochsensibilität immer nebensächlicher wird. Ja? Also, dass sie damit umgehen können, das integriert haben und es als wertvolle Gabe sehen, was ja auch definitiv der Fall ist, aber eben sich nicht immer wieder das als Etikett, als Schild nehmen. Ich bin hochsensibel, das ist mir alles so anstrengend da draußen. So. Ja, genau. Das ist so vielleicht der feine Unterschied auch, wie du es ja auch meinst, oder? Ja, ganz genau so meine ich das. Und es ist ja jedem natürlich unbenommen und es kann ja auch schön sein, eine Zeit lang in diesem Elfenbeinturm zu sitzen und zu genießen, was ich da für feine Werkzeuge an der Arbeit habe. Da spricht ja überhaupt nichts gegen. Aus meiner Sicht ist es eben so oder andersrum. Ich würde mal sagen, wichtig ist, dass es uns gut geht. Wie wir das hinkriegen, dass es uns gut geht, das ist dann die nächste Geschichte. Sprich, wenn ich im Elfenbeinturm sitze und es mir sehr, sehr gut damit geht, dass ich so feinfühlig und so hochsensibel bin, dann ist aus meiner Sicht alles in Ordnung. Die Kombination kenne ich aber nicht. Ich kenne nur Leute, die hochsensibel sind, aber denen es keineswegs gut geht, sondern wo ich sagen würde, oh weh, da ist aber viel Schmerz und viel Leid in der Biografie. Und dann ist es einfach ungünstig, in diesem Elfenbeinturm zu bleiben oder sich das Label aufzukleben, hochsensibel, weil jede Kategorisierung, da richtet man sich ja dann drin ein. Und überall, wo man sich drin einrichtet, kann es nicht weitergehen. Und wenn ich aber doch Leiden lösen möchte, dann muss es weitergehen, weil in dem Zustand, in der Schublade, in der ich bin, geht es ja ganz offensichtlich nicht weiter, dass es mir gut genug geht. Na, das finde ich immer zu berücksichtigen. Womit geht es mir denn gerade wirklich gut? Absolut. Und da kommt jetzt auch einfach das Thema ins Feld, wenn man verstanden hat, dass wir von unserem autonomen Nervensystem ein Säugetier-Nervensystem haben und wir als Säugetiere Jahrtausende, Jahrhunderte oder immer im Kontakt, in Verbindung waren, also ja, so als Mensch, soweit ich es verstanden, als Mensch, wo wir heute stehen, es erst so entwickelt haben, weil wir zusammengearbeitet haben, weil wir einfach Verbindung hatten und wie du sagst, und wenn du, das war ja auch genau für mich das, ja, ich habe das auch immer wieder, ich brauche Zeit für mich und alleine, wegen, klar, die vielen Reize, Gespräche, muss das verarbeiten, das darf ja beides sein, aber vor allem so in den letzten Jahren habe ich gemerkt,
es geht mein Nervensystem mir, mein Wohlbefinden, wie du sagst, am Ende fühle ich mich wohl, fühle ich mich lebendig, habe ich gemerkt, das ist erst dann wirklich da, wenn ich aber auch in Kontakt mit Menschen gehe, in Verbindung, genau. In einen Austausch und natürlich auch da schaue, ist es so, wie soll ich sagen, ist da eine Schwingung und so weiter. Das heißt, es nicht mit allen Menschen, es gibt auch Energiefresser und so weiter. Und dieses beides, würde ich heute sagen, ist, ja, ich brauche meinen Rückzug immer wieder für mich. Und genauso gleichwertig brauche ich den Kontakt mit anderen Menschen. Und dann ist meine Hochsensibilität auch genau, würde ich sagen, in der Hinsicht nebensächlicher. Ja, ich denke gar nicht mehr in diesen Kategorien oder so aktuell. Ja, genau. Und das ist, um jetzt ganz sorgfältig zu sein, müsste man natürlich noch darauf eingehen, dass alle, die da zusammen eingesperrt sind in dem Elfenbeinturm, also alle Hochsensiblen in ihren Selbsthilfegruppen und in ihren Communities, da könnte man ja auch sagen, naja, die haben ja Austausch miteinander. Aber das ist eben der Austausch von allen, die das gleiche Handicap haben, um es jetzt mal vergröber zu formulieren. Das heißt, da kommt nichts Neues ins System. Und diese Verbundenheit und Verbindung, die du ansprichst und die so essentiell und existenziell wichtig ist für uns, die soll aber auch gut durchmischt sein. Also natürlich bleibt man innerhalb seiner Interessensgemeinschaften und seiner Peer Group und seinem Spektrum, dass man sich als wertvoll ausgeguckt hat, das ist schon klar. Aber ein Austausch von, also nur ein Austausch von Betroffenen, die im Elfenbeinturm sitzen, ist dann eben auch nicht so günstig, weil da nichts Neues ins System reinkommt. Genau, einmal das. Und ich habe es auch so, ich würde noch ergänzen, erlebt sogar, ich war zum Beispiel mal in so einer Selbsthilfegruppe, ich mache mal ein Anekdötchen, gebe ich mal zum Besten. Und da kam eine Frau rein, die hat schon so ein Tuch um sich gehabt. Später habe ich erfahren, das ist ein Strahlenschutztuch. Und die ist mit so einem Gerät, das war so ein Raum halt, da standen auch PCs, die waren aber abgeschaltet. Also wir konnten den kostenlos nutzen, weil ich glaube von der Gemeinde so ein Raum, den man nutzen konnte. Und dann ist die, ich kenne diesen Namen des Geräts, auf jeden Fall ist so ein Gerät, der misst die elektromagnetischen Strahlen. Und dann ist die durch den Raum gegangen, oh, um Gottes Willen, das ist ja ganz hohe Ausschläge hier von Strahlen. Ich kann hier nicht bleiben, ich kriege schon Herzrasen. Und ist sofort wieder rausgegangen. Also zu diesem also sie will eigentlich Kontakt, sie merkt es aber sie verbaut sich wieder selbst, weil dieses, und das passt, glaube ich, zu dem, was du auch ausgeführt hast, sie ist so identifiziert, ich bin hochsensibel, ich habe nur das. Ja, genau. Die Strahlen, die schädigen mich, also da kann man ja schon fast mit Paranoia oder so, dass es Strahlen gibt, darum geht es ja gar nicht, aber wie reagiere ich darauf und ist dann wieder gegangen, gell? Obwohl ja da eine Selbsthilfegruppe war. Ja, das ist bitter traurig, ne? Weil es genauso wie du sagst, sie spürt, die Verbindung würde ihr gut tun. Andererseits ist das Faktenwissen, was sie für sich verinnerlicht hat, deutlich alarmierend. Also kann sie ihrer Sehnsucht der Verbundenheit nicht nachgeben und muss dann wieder in den Rückzug und in die Isolation gehen, wo es heilungstechnisch überhaupt nicht vorangeht. Das ist wirklich richtig bitter traurig und das hat auch die Qualitäten so einer Negativspirale, weil es ihr natürlich von Mal zu Mal, wo sowas passiert, schlechter geht und entsprechend die unangenehmen Frequenzen sie noch härter erwischen, weil sie einfach nichts dagegen zu setzen hat. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz traurig, was du da... Genau, das würde ich nämlich auch so. Das ist so eine selbstbestärkende Spirale. Sie hat quasi wieder, ihr System hat wieder die Bestätigung. Erstens mal, da draußen ist alles schlecht, ich werde geschädigt. Und Menschen verstehen mich nicht. Das ist alles selbst zu stärken. Und dann ist sie quasi dann wieder in dem berühmten Elfenbeinturm. Genau. Und das vielleicht auch mit dem Gespräch, wenn da Leute in der Hinsicht das zuhören oder erlebt haben, dass da auch vielleicht mal ein Umdenken kommt oder ein neuer Impuls, gell? Dass also das förderlich ist. Tatsächlich, ja, genau. Und da wäre wirklich so eine Empfehlung von mir, das kann man hier nur ganz klein, in sehr kleinen Mauseschrittchen machen. Und meine Empfehlung für Menschen, wenn sich jetzt vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darin wiedererkennen, dann würde ich tatsächlich empfehlen, immer so eine Güterabwägung zu machen. Weil das wechselt ja nach Tagesverfassung auf die Kapazität, die man hat. Das heißt, ich würde mich immer fragen, ist meine Angst vor Strahlen heute höher? Oder ist meine Sehnsucht nach Verbindung heute höher? Und auch wenn das nur vielleicht minimale Schwankungen sind, lässt sich doch erkennen, welcher Impuls der klein bisschen stärkere ist. Und dann vielleicht für diesen Tag sich entscheiden für den Impuls, der stärker ist. Und morgen kann man wieder neu fragen. Das vielleicht so ganz behutsam ein draus raus heilen
ermöglicht wird, um nicht immer gefangen zu bleiben in dieser Schublade hochsensibel. Ja. Außer es gefällt einem da gut drin, wie vorhin schon gesagt. Ne? Wenn da alles prima ist, spricht ja nichts dagegen, da drin zu bleiben. Sehr wertvoll. Dankeschön. Ich denke, das ist sehr hilfreich, gerade wie du sagst, auch wirklich in diesen ganz kleinen Schritten, das, weil viele fühlen sich vielleicht überfordert. Ich kenne das auch zum Teil von früher. Jetzt muss ich das und dann so brachial oder so. Und schon bin ich selbst wieder in der Überforderung. Gell? Sondern dahin zu spüren, hast du schön formuliert, finde ich. Ja. Ich möchte vielleicht noch zu dem Blog einfach abschließen. Die bekannte Traumatherapeutin Dami Scharf, die kennst du ja auch. Gell? Ich schätze sie sehr auch. Die hat ja auch ein Video gemacht, speziell nur zu dem Thema, hat Hochsensibilität etwas mit Trauma zu tun? Und sie sagt da eindeutig ja, und das haben wir jetzt auch, sie tut das dann auch aufführen auf diese ganzen Folgen von einem Trauma und so weiter. Das haben wir jetzt schon alles ein bisschen ausdifferenziert. Ich möchte einfach einen Satz noch ein bisschen sagen, den ich sehr spannend fand von ihr. Und zwar, du kannst dich damit auch selbst in die Ecke drängen. Und die hat das mit dieser Identifizierung in Verbindung gebracht. Das ist ja, glaube ich, auch genau das, was du sagst. Wenn du dich so stark mit diesem Begriff identifizierst, weil wir Menschen brauchen Identität, dann bist du quasi gefangen in dieser Schublade. Dann kommst du so schnell nicht mehr raus. Weil dieses Gefühl, du willst das mit allen Mitteln verteilen. Wenn du dich einmal, das kann man mit allen, du kannst das mit allen, ich bin sehr erleuchtet, was auch immer. Wenn du dich mit sehr identifizierst, dann bist du sehr, sehr eingeengt. Oder? Ja, das stimmt natürlich total. Und paradoxerweise kann für eine Zeit lang dieser Schubladenaufenthalt der Hochsensibilität tatsächlich Sicherheit generieren im Nervensystem für einen begrenzten Zeitraum, weil wenn ich aus der Unsicherheit, oh Gott, was ist mit mir los? Oh Gott, ich schaffe das alles nicht mehr. Und dann kommt ein Begriff Hochsensibilität und ich merke, oh ja, das resoniert. Da habe ich wohl was mit zu tun. Das bringt ja eine enorme Erleichterung. Und wenn diese Erleichterung Sicherheit generiert aus Sicht des Nervensystems, dann ist das eine Stufe, die genutzt werden möchte oder auch genossen werden kann. Nur sollte einem halt klar sein, das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Das ist ein Kapitel, aber die Geschichte geht weiter. Und auch da prüfend fühle ich mich wirklich noch sicher und wohl in dieser Etikettierung. Oder ist zwar das Sicherheitsgefühl da, aber eine Unruhe oder eine Sehnsucht oder ein Wunsch nach Dynamik ist auch da. Und dann könnte wieder dieses Prüfungsmodell stattfinden. Mhm. Brauche ich noch so diese Sicherheit, dass ich noch ein bisschen bleiben möchte in der Schublade? Oder kommen meine natürlichen Impulse der Neugierde und der Exploration jetzt zum Tragen, sodass ich vielleicht mal versuche, ein bisschen rauszugucken aus der Schublade, auch ganz behutsam? Mhm. Finde ich, glaube ich, auch sehr wichtig jetzt für die Zuschauer, Zuhörer, Zuhörerinnen so. Ich höre da so ein, ja, wie so ein Weg, einfach so ein Stufenweg raus. Genau, also definitiv ja. Wir beide wollen das jetzt hier nicht schlecht machen. Es hat seine Bewandtnis für eine gewisse Zeit oder kann gut sein, wie du es eben schön gesagt hast, zu sagen, das haben wir beide erlebt. Oh, ich bin hochsensibel. Ah, schau mal, da gibt es Bücher, da gibt es noch andere. Ich bin nicht verkehrt, ich bin nicht alleine. So, und schon geht es einem besser, definitiv. Aber der Weg ist nicht zu Ende. Und das ist, was ich erlebt habe, du vielleicht auch, das habe ich selbst in den letzten Jahren erlebt. Der Weg ist nicht zu Ende und es kann leider eben eine Sackgasse werden, so wie ich das eben mit diesem Beispiel von dieser Frau erwähnt habe, wenn du halt zwanghaft nur in dieser Schublade bleiben willst und es schon lange über das hinaus ist, wo es dir am Anfang geholfen hat. Das ist vielleicht die Botschaft, genau, oder? Ja, genau. Und so wie du es jetzt beschrieben hast, finde ich es wunderschön, weil das wäre mit dieser Frau, also käme sie zu mir in die Praxis, wäre das ein schöner, könnte es ein schöner Gesprächsverlauf werden, wenn ich sie ansprechen könnte auf ihre Angst versus auf ihr Sicherheitsempfinden, dass sie sich vielleicht selbst zu prüfen lernt, wie sicher fühle ich mich mit meinem Tuch und mit meinem Strahlenmessgerät und wie unterversorgt fühle ich mich, was Kommunikation und Verbindung anbelangt. Dass also auch da nicht verhängt wird, ja, du musst da raus und du musst jetzt irgendwie stärker werden, sondern alles, was wir tun oder nicht tun, hat ja eine Ursache. Und diese Ursache ist immer für uns. Es ist nie so, also das Leben ist ja keine gemeine und fiese Angelegenheit, sondern das Leben ist ja grundsätzlich aus Liebe geboren. Das heißt, alles, was uns widerfährt, hat den großen Untergrund Liebe, ist somit für uns. Und wenn ich mich
auf einen Menschen so einlassen kann, dass ich weiß, all das, was er tut, hat gute Gründe, die zum Schutz da sind, dann braucht nicht verhängt zu werden, lass das sein, sondern dann kann eine Aufforderung geschehen, was gibt dir den größten Schutz und warum ist das so und was für Teile bleiben unterversorgt. Dass also immer deutlicher und präziser man in die Selbstbegegnung auch gehen kann und sich selbst erkennen kann. Ja, schön, sehr stimmig. Das ist dann also so ein Ansatz, es hat alles seinen Grund und seine Berechtigung. Immer. Und immer. Nicht dieses, das ist ja oftmals so schwarz-weiß, ja, das ist schlecht, böse, muss ich weg, sondern dieses Abwägen, genau. Höre ich da so aus, dieses Abwägen. Ja, ganz genau. Und eben das ist vielleicht wirklich auch eine Entscheidung, die jetzt dann mental zu treffen ist. Wie ist denn mein Weltmodell? Also wo möchte ich mich verorten? Wo fühle ich mich beheimatet? Glaube ich, dass die Welt Chaos ist und böse und lebensfeindlich? Oder glaube ich, dass die Schöpfung ein sinnvoller Liebeszusammenhang ist? Das ist vielleicht wie so eine Urfrage, die man sich stellen könnte. Weil angenommen, man würde sich das für das Modell des sinnvollen Schöpfungszusammenhangs entscheiden, dann wäre sonnenklar und müsste gar nicht immer neu begründet werden, dass selbstverständlich alles, was ich tue, auf dieser Grundlage ist, dass ich gute Gründe habe für mein Handeln und für mein Nichthandeln, ganz unabhängig davon, was ich mir mal wünsche, aber dass ich mich erstmal tatsächlich so wohlwollend betrachten darf, dass es für alles, was es tut, Gründe gibt, richtig gute Gründe. Ja, sehr schön, sehr schön. Da ziehe ich auch für mich gerade was raus. Also genau, dieser Ansatz, das hat mir auch viel geholfen in den letzten Jahren für meinen eigenen Weg, sage ich, Entwicklung. Es hat alles Gründe, so wie du dich heute als Erwachsener in Beziehungen, was auch immer, wo sich vielleicht Probleme zeigen, hat es alles Gründe, wenn man da das Verständnis hat oder ein bisschen genauer hinschaut, wie hängt es zusammen. Gell? Ganz genau. Und ich höre auch sowas raus, so ein bisschen das auch, so erstmal wie fast eine Dankbarkeit, das hat dir auch mal sehr, sehr geholfen, damals oder wie auch immer. Und heute hilft es dir nicht mehr so gut und deswegen so eine Entscheidung, okay, was könnte dir jetzt besser helfen heute? Ja, oder? Ja, das ist jetzt natürlich super wichtig, was du da sagst und wirklich essentiell, diese Dinge, die wir heute sehr leicht geneigt sind, als Problem zu betrachten oder als etwas Dysfunktionales zu sehen, wenn wir eben nicht so gut funktionieren, weil wir zu schüchtern sind, weil wir schnell überfordert sind, vielleicht auch überfordernd sind, kann ja auch sein. So, wenn wir wissen, dass das kein Zeichen dafür ist, dass wir ein Mängelexemplar sind, sondern dass das ein Zeichen dafür ist, dass wir in unserer Prägezeit Anpassungsleistungen vornehmen mussten, die es uns ermöglicht haben, im recht schrägen häuslichen Kontext zu überleben. Und dass das, was wir heute als dysfunktional rasch bereit sind zu benennen, in Wirklichkeit Überlebensstrategien sind. Das, was uns heute vor die Füße fällt, ist genau das, was uns damals gerettet hat. Mhm. Und aus Sicht des Nervensystems vielleicht noch der Ordnung halber als kurze Randnotiz, das Nervensystem ist mit dem 15. Lebensjahr gewissermaßen fertig und spult dann immer wieder das ab, was wir als Überlebensstrategien lernen mussten. So, und das ist dann in dem heutigen Kontext natürlich oftmals nicht mehr angemessen, aber damit ist es noch lange nicht krank oder falsch, sondern es ist nur veraltet. Es sind Überlebensstrategien, die damals im wahrsten Sinne des Wortes unser Überleben gesichert haben. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, weil das mit dem Selbstbild unfassbar viel macht. Wenn ich mich als jemanden betrachten darf, der Traumafolgen trägt, ist das was ganz anderes, als wenn ich mich betrachten muss als Montagsmodell, als Ausschussware, als Mängelexemplar, als defizitär und als falsch. Das macht einen riesen Unterschied in der Selbstwahrnehmung. Ja, ja, definitiv, definitiv. Sehr wertvoll. Mhm. Und ergänzend oder dazu, jetzt habe ich einen Faden verloren kurz. Ja, das passiert die Frage, auch mit uns. Das kommt mal mit uns, ja, genau. Ich wollte nochmal, ich glaube, es war auf dieses Thema Verbindung. Ah, genau, jetzt habe ich ihn wieder gefunden. Und zwar, und zwar dieses das Stichwort Nervensystem, Überlebensstrategie. Das Schöne ist ja gleichzeitig, ja, man kann damit lernen, umzugehen, aber nicht nur das.
du kannst quasi dein Gehirn updaten auch oder auch dein Nervensystem. Stichwort neue Erfahrungen. Nach meinem, das kannst du ja nochmal vielleicht ein bisschen ausführen besser. Nach meinem Kenntnisstand ist das ja auch in der Traumatherapie, Entwicklungstrauma, einer der Schwerpunkte, dass das, was du neue Erfahrungen erlebst, im Kontakt mit, also nicht nur, das ist ja nicht Kopf, weil da ist ja oft so und so zu viel Energie, sondern dass du spürbar wirklich im Körper neue Erfahrungen verankerst, erlebst. Und das ist ja möglich, wir haben ein neuroplastisches Gehirn und so weiter. Und das Nervensystem kann sich auch nochmal neu anpassen. So, kann man das so sagen? Oder? Ja, das kann man durchaus so sagen. Es gibt da nur so eine kleine Besonderheit, auf die man achten muss, weil es ist nicht so, dass wir automatisch neue gute Erfahrungen integrieren können, obwohl wir sie doch machen. Und zwar deshalb nicht, weil integrieren können setzt voraus, dass wir uns in Sicherheit fühlen. Und wenn ich mich nicht in Sicherheit fühle, weil ich gerade über meine Grenzen gegangen bin, weil ich Angst vor der Situation habe, weil ich Angst vor einem bestimmten Menschen habe, dann kann ich das, was mir da durchaus auch an Freundlichkeit entgegenkommt, nicht integrieren, weil mein Nervensystem so in der Aktivierung ist, dass der Überlebensmodus wieder da ist. Und solange unser Körper im Überlebensmodus ist, kann nichts Neues integriert werden. Und das bringt dann manchmal so erstaunliche Settings mit sich, dass eine Frau erfolgreich ist, Freude am Beruf, na nicht Freude am Beruf, aber im Beruf reüssiert und einen Partner hat und Kinder hat. Das heißt, Außenstehende würde sagen, meine Güte, die lebt ja in einer Wundertüte. Da ist doch in Fülle und Hülle alles da. Und diese Frau kann es aber eben tatsächlich nicht integrieren, weil sie funktioniert. Sie managt das alles, sie kriegt das alles hin. Aber ihr Nervensystem ist im Überlebensmodus. Und solange das da ist, kann sie weder genießen, dass sie Kinder hat, noch dass sie einen Mann hat, noch dass sie einen guten Beruf hat, weil das alles nur Überleben ist, wie ein Lebenskampf ist. Na, und da wäre es dann eben notwendig, das Nervensystem aus diesem Überlebensmodus runterzuholen in wieder eine gesunde Schwingung, die natürlich den Überlebensmodus immer können wird. Das ist ja ein biologischer Funktionskreislauf. Und wir brauchen den Überlebensmodus, wenn unser Überleben aktuell gefährdet scheint. Aber wir brauchen ihn natürlich nicht, wenn wir morgens ins Büro und abends nach Hause gehen. Und doch hängt das Nervensystem von vielen Menschen da. Ja, und das ist also tatsächlich jetzt eine ziemlich lange Ausführung zu dem, was du gesagt hast. Aber ich will halt darauf hinaus, dass schöne Erlebnisse zu erleben nicht zwingend automatisch dazu führt, diese schönen Erlebnisse auch integrieren zu können und als Weltwahrheit runterschlucken zu können. Ja. Leider nicht. Ich fand das super wichtig, dass du es nochmal so gesagt hast, weil für die Zuhörer ist dann einfach so die Message oder was sie da mitnehmen können, gerade die Leute, die hochsensiblen Zuhörer, dass genau, dass zum Beispiel auch solche Selbsthilfegruppen oder dass du dir Leute suchst oder ein Umfeld, wo so erstmal eine Sicherheit, das ist, können wir sagen, Sicherheit, also es ist wohl, es ist auf Wohlfühlen, wie würdest du sagen, ist es auch gesehen werden, also wie entsteht Sicherheit, wäre vielleicht nochmal ein kurzer, interessanter Ausblick im Nervensystem? Also dadurch, dass wir uns nicht bedroht fühlen. Und wir müssen uns natürlich in Selbsthilfegruppen weniger bedroht fühlen, weil wir wissen, dass die anderen die gleichen Themenkreise tragen. Das heißt, wir würden uns bedrohter fühlen in einer Frauenhandballmannschaft, die vor Energie und Gesundheit und Lebendigkeit, jetzt sehr klischeehaft formuliert, aber die da vielleicht strotzen. Vor solchen Menschen würden wir uns bedroht fühlen, weil wir gar keine Verbindung dazu haben, aber wir haben sehr wohl eine Verbindung zu anderen Menschen, die auch Leid tragen und mit denen wir uns unsere Themen teilen. Mhm. Also alles, was uns vertraut ist, generiert Sicherheit. Und damit hat man dann auch schon gleich den Ausblick, warum es vielen Menschen so sehr, 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 sehr schwer fällt, ihre quälenden Verhältnisse zu verlassen, weil so quälend und leidbehaftet sie auch sind, so sind sie doch das, was diesen Menschen bekannt und vertraut ist. Und damit sind sie als Sicherheitsspender in einer ganz großen Rolle. Ja. Also auch in der, genau, das ist zwar eine vertraute Gruppe, weil es gibt Sicherheit, Stichwort Identität, gell, so, oder einfach Zugehörigkeit ist ja, glaube ich, eher das Wort. Aber das muss nicht automatisch heißen, das kann ja auch dysfunktional sein, das kann ja auch, man meldet sich nur ein Problem, was ich ja auch ein bisschen zum Teil erlebt habe vor einigen Jahren.
in so einer Selbsthilfegruppe für HSP. Also auch da vielleicht die Aussage nach draußen, es ist nicht automatisch, ja, Gleichgesinnte ist die Wahrscheinlichkeit höher. Man versteht sich besser, weil man hat ähnliche Themen. Aber auch das Setting muss dann wahrscheinlich stimmen. Das heißt nicht automatisch, dass das alles dann, dass man sich sicher fühlt und neue Erfahrungen macht. Ja, das ist so das, was wir vorhin so ein bisschen mit dem Elfenbeinturm hatten, ne? Dass man sich da zwar sehr sicher fühlen kann, aber dass ganz lebendige Vitalität dort keinen Ausdruck finden kann. Weil das, was einerseits Sicherheit suggeriert oder auch Sicherheit erlebbar macht, ist gleichzeitig das, was uns vom Leben weghält, von einem lebendigeren Leben weghält. Das ist also immer ein ganz schmaler Grat. Und auch da muss in Anführungszeichen immer wieder geprüft werden, bin ich heute sicher genug, um vielleicht mal was anderes auszuprobieren. Und wenn ja, ist gut. Und wenn nein, ist auch gut, dann verschiebe ich es auf morgen. Das, also Sicherheit ist aus Sicht des Nervensystems immer das aller Wichtigste. Ohne Sicherheit gibt es keine Stabilität, ohne Stabilität kein Wachstum, keine Entwicklung. Also Sicherheit ist tatsächlich das aller Wichtigste. Aber man kann seine feinen Sinne ja auch für die eigenen feinen Körperreaktionen benutzen und schauen, heute fühle ich mich eigentlich ziemlich sicher. Dann versuche ich doch mal rauszugehen und mir was anzugucken, was ich vielleicht noch nicht angeschaut habe, dass es auch ein bisschen vorangehen kann. Ne? Mhm. Ja. Weil Sicherheit alleine, so wichtig Sicherheit auch ist, aber ich meine, auch im Gefängnis ist man sicher. Ja, genau. Aber das ist ja trotzdem nichts, was man sich wünschen müsste, sondern die Sicherheit soll ja eigentlich nur die Grundlage für ein lebendiges und vitales und erfüllendes Leben sein und nicht als Hauptzweck gelebt werden müssen. Aber so empfinden das halt sehr oft Menschen, die Traumafolgen tragen, dass Sicherheit das ist, was ihnen fehlt, was sie nicht haben. Also kommen sie auch nicht vom Fleck, weil es hier so sicher ist. Ja. Und ich kann auch aus meiner Erfahrung hinzusteuern, dass es durchaus Gruppen oder Setting gibt, wo Sicherheit, Lebendigkeit und vor allem dieses Verbundenheit mit anderen möglich ist. Also ich möchte das jetzt mir hier mal einwerfen, das ehrliche Mitteilen. Ich werde das vielleicht auch verlinken in den Shownotes. Schön. Weil das einfach wirklich ich jetzt aus eigener Erfahrung, ich mache das weiterhin regelmäßig, also ohne es jetzt auszuführen, das kann man dann alles mal nachlesen, ich werde das mal verlinken. Auf jeden Fall, das ist ein Setting, kann ich sagen, für die Zuhörer, wo erstens mal du Gleichgesinnte triffst, das ist immer bei dem, was du ja auch erwähnt hast, ja, also Leute mit Trauma folgen, das ist bekannt, das wissen alle, die da dabei sind. Und dann es aber auch im vorgegebenen Rahmen gibt, wo eben Sicherheit generiert wird einmal und eben kein Ausagieren und so weiter und so weiter, was ja dann oftmals passieren kann, wenn man vielleicht erregt ist, ja, als Traumafolge und so weiter. Und dann eben dieses Zuhören kommt dann noch hinzu, was ja ein ganz, wie so ein Stromkreislauf, ein ganz wesentlicher Faktor ist, wo dann wirklich, würde ich sagen, all das, was du eben sagst, da ist. Also so erlebe ich es immer wieder. Nicht immer, das ist natürlich klar. Ich habe gemacht, dieses ehrlich mit verschiedenen Leuten, aber mit Leuten auch, die ich schon ein bisschen kenne oder so weiter, wo dann wirklich Verbundenheit, Berührtheit, Lebendigkeit, also wirklich Herzenswärme, würde ich sagen, spürbar ist. Ja. Ja, und das genau. Ist ja das, da wollen wir ja alle wieder hin. Das ist ja die Essenz oder das Natürlichste eigentlich, oder? Ja. So. Ja, genau. Freude, alles, all das ist da möglich. Ja. Ja. Genau, das vielleicht auch nochmal. Ein, ja, genau. Ja. Also verlinkt das auf jeden Fall. Das ist wirklich super schön und super wichtig. Zur Freude wollte ich gerade noch was sagen, aber das ist auch tatsächlich nur so ein kleiner Einschub. Menschen, die im Überlebensmodus sind, die können sich auch nicht freuen, zum Beispiel. Das gibt dann ganz, ganz schlimme Situationen, die sich über lange Jahre tragen. Also Mütter, die ihre Kinder nicht spürbar lieben können, die es einfach nicht schaffen, ihre Kinder zu lieben, weil sie so im Überlebensmodus sind. Und der Überlebensmodus, das schließt biologisch den Modus von Freude und Liebe aus. Denn wenn ich im Überleben bin, dann ist keine Kapazität für Liebe und Freude. Dann geht alle Energie, die mein Körper mir zur Verfügung stellt, in dieses Überleben auf Kosten von Freude zum Beispiel. Andersrum klappt es natürlich auch. Wenn ich mich freue, kann ich nicht im Fluchtmodus sein, weil ich mich ja gerade freue. Also beides zusammen schließt einander aus. Und das finde ich eben auch ganz wichtig zu wissen, dass wenn
wenn man merkt, man kann sich nicht freuen, man kann gar nicht eine Leichtigkeit empfinden, dass auch das nichts zu tun hat mit irgendwie einer komischen Falschausstattung, sondern dass das schlicht auch eine Traumafolge ist, die den Körper im Überlebensmodus hält. Ja, danke. Ist auch nochmal sehr wichtig, weil, ja, genau, das kenne ich auch selbst und vielleicht auch viele Zuhörer. Ja, ich warum, auch. Warum, ich vielleicht auch du, warum kann genau. ich mich da nicht freuen? Und es ist auch eigentlich, ich habe da so schöne Umstände gerade. Alles so schön. Genau, ja. Schönes Wetter zum Beispiel oder was auch immer, gell, Sonnenschein. Ja, genau, und das ist wirklich verzweifelnd oder ich habe es als verzweifelnd empfunden, wenn ich darauf keine Antwort wusste. Und was mir von außen gespiegelt wurde, ist auch, ja, was du ist doch so toll bei dir, du hast doch alles, warum kannst du dich denn trotzdem nicht freuen? Ja, das wusste ich halt auch nicht. Und ganz schlimm ist das. Und da kommt dann die Erkenntnishaftigkeit wieder ins Spiel, weil wenn ich weiß, warum das so ist, dann ändert sich zwar am Leiden noch nichts, aber sehr wohl an meiner Selbstwahrnehmung und somit dann auch doch am Leiden letztendlich. Ja. Also immer wieder diese Erkenntnis, wie tiefgreifend die doch sein kann, wenn man mit dieser Selbstwahrnehmung verbunden halt, gell? So. Ja, total. Das, ja. Total. Schön, schön, liebe Sade. Ich würde gerne noch abschließend zwei Fragen stellen. Ich denke, dann haben wir ein schönes Gespräch gehabt und wirklich auch viel beleuchtet. Und zwar eine Frage wäre noch, gibt es für dich sowas wie eine integrierte, gesunde Hochsensibilität? Das könnten wir ja fast in Klammern setzen. Und oder auch Traumaspätfolgen. So, also wann, genau, oder auch, wenn du es nochmal differenzieren möchtest, integrierte Hochsensibilität oder auch integriertes Trauma? Ja. Das sind tatsächlich zwei verschiedene Sachen. Ich sage erstmal was zu der integrierten, schöner Begriff, integrierte Hochsensibilität. Ja, das geschieht immer dann, wenn ein Leben so gestaltet werden kann, dass es als erfüllend, als beglückend, als frei, als gestaltbar, als veränderbar erlebt wird, dann ist das, so wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, eine Gabe. Denn wenn ich meine feinen Sinne da nicht nur dazu benutzen kann, dass ich den Säbelzahntiger schon höre, wenn er in Frankreich losläuft, sondern dass ich meine Hochsensibilität auch dazu nutzen kann, zu wissen, dass hinter diesen Wolken gleich die Sonne vorkommt. Naja, dann habe ich ja das Vollspektrum. Das ist ganz wunderbar. Das ist also wirklich ein sehr feiner Werkzeugkasten, der mir gute, gute Dienste leistet. Und das, was du zum integrierten Trauma gesagt hast, das ist dann eben jetzt sehr kurz zusammengefasst, in dem Moment, wo wir Trauma integrieren, haben wir etwas, was sich posttraumatisches Wachstum nennt. Und das heißt, dass wir an der Stelle, an der wir einstmals brachen oder gelitten haben, dass wir daraus wie ein Baden im Drachenblut vielleicht nicht gerade als unverwundbar hervorkommen, aber als so stark und stabil und gleichzeitig flexibel, dass wir allen neuen Herausforderungen viel spielerischer begegnen können. Und diesen Begriff des posttraumatischen Wachstums, den finde ich eben tatsächlich auch sehr schön, weil dann war es wenigstens nicht umsonst, dass wir das alles erleiden mussten. Sehr schön. Sehr, sehr treffend. Ich denke, das ist auch sehr, sehr wertvoll, genau. Jetzt für die Zuhörer, Zuhörerinnen, das ist auch nochmal kurz und prägnant, diesen Unterschied Hochsensibilität integriert, meine Gaben auch leben zu können und eben auch, auch ein Trauma, was ja auch, kann ja beides auch da sein, wann ist das integriert oder dieses posttraumatische Wachstum, gell? Wie du so schön gesagt hast. Ja, gibt es denn für dich, hast du einen abschließenden Rat vielleicht an die Zuhörer nach dieser sehr guten, ausführlichen Differenzierung und auch mal bei diesem großen Thema Hochsensibilität und Trauma, Entwicklungstrauma, wie sie mit ihrer Hochsensibilität oder wie sie damit umgehen sollten. Du hast es ja eben schon ein bisschen skizziert, nochmal ausgeführt, aber vielleicht hast du noch so einen abschließenden Rat oder Empfehlung. Während du so beschrieben hast, ist mir die ganze Zeit ein ziemlich blödes Bild durch den Kopf gegangen und das teile ich jetzt hier aber einfach mal. Ich habe eine Küchenmaschine vor mir gesehen, so einen Handmixer, kennst du bestimmt, wo man so Teig knetet oder so. So, wenn ich diese Küchenmaschine auf On knipse, dann rührt die da den Teig und das ist ganz wunderbar. Wenn ich aber nicht den Off-Schalter finde, dann habe ich keinen Frieden mit dem Ding, weil dann kann ich sie auch nicht in die Schublade packen, weil sie dann ja immer noch auf On ist.
Das heißt, es ist wichtig, diese Gabe, die das ist, so segensreich einzusetzen, dass sie uns dient, dass sie uns schützt und stützt. Also plump gesagt, es ist nicht dazu da, dass wir uns nur auf Gefahren ausrichten, sondern sie ist genauso dazu da, dass wir uns auf Schönes und Erquickendes und Erfüllendes ausrichten können. Und so wie ich weiß, dass ich zum Teigkneten einen anderen Rührer brauche als zum Möhrenschälen, also ein anderes Gerät, so kann ich auch bei mir selbst schauen, was möchte ich tun mit diesem reichen Spektrum an Gaben, das ich da in mir habe. Will ich das nur aufs Dunkel ausrichten oder will ich das auch aufs Hell ausrichten? Also einfach schauen, wofür es dienen kann. Mhm. Super, schönes Bild, sehr plastisches Bild, ich glaube, alle, die jetzt daheim sind, könnt ihr mal so ein Küchengerät euch angucken, ja, auch mit diesem Teig, mit diesen unterschiedlichen Knethaken. Das finde ich, ja, einfach dargestellt, aber sehr, sehr sinnvoll, ja. Also schön, schön gesagt. Ja. Genau. Und eben vor allem dieses, schaut, das ist eine Gabe und das ist ja auch genau, würde ich sagen, auch meins, wie ich es jetzt sehe, wie ich diese Hochsensibilität. Das ist eine wertvolle Gabe, wenn die in gewissem Kontext ist und nicht nur das Negative, was es mit sich bringt, sondern was kannst du da mit der Welt positiv schenken? Das volle Spektrum, genau. Ne? Weil ganz das ist genau. Ja in unserer heutigen Zeit auch wichtig vielleicht. Was kann total. Ich mit dieser Feinfühligkeit, Feinwahrnehmung, wie kann ich das der Gemeinschaft schenken, so auch, oder? So. Ganz genau, ja. Und dieses Negativspektrum ist ja trotzdem wertvoll. Natürlich ist das super, wenn man in der Gemeinschaft zusammensitzt und einer mit besonders feinen Sinnen hört da draußen ein Geräusch, was da eigentlich nicht sein dürfte und kann alle warnen, mal jetzt dahin zu gucken oder sich in Acht zu nehmen. Ist ja ganz wundervoll. Ja, und das, damit man aber eben nicht zwangsläufig in diesen Katastrophenszenarien seine Hochsensibilität verpulvern muss, ist es halt auch da wieder wichtig, dass man vom Nervensystem her eine Stabilität erfährt, die einem die Sicherheit schenkt, zu lauschen auf Unangenehmes, wenn es angemessen und adäquat dran ist. Und wenn nicht, dann nicht. Wenn der Rührer ausgeschaltet ist, ist er ausgeschaltet. Dann braucht man ihn nicht. Mhm. Das nehme ich mal als Schlusswort, liebe Satya. mit dem Rührer. Und ja, vielen Dank. Ich denke, es war wirklich ein sehr differenziertes, tiefes Gespräch auch, wo wir alle Seiten beleuchtet haben von diesen beiden großen Themenfeldern, möchte ich es mal nennen. Und ich hoffe, ihr als Zuhörer konntet da wirklich einiges mitnehmen. Und wenn ihr Kontakt mit Satya aufnehmen wollt, ich werde ihre Seite verlinken in die Shownotes. Ja, wenn ihre Praxis und auch ihre Arbeit mehr kennenlernen wollt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank, liebe Satya. Ja, das gebe ich innig zurück. Auch dir vielen herzlichen Dank, Oliver. Schön. Sehr schön. Danke. Also, mach's gut. Bis bald mal wieder, gell? Tschüss. Tschüss.